Lass uns heute über die Kritiker reden. Kritiker, die nicht Kritiker sind und es als Job machen, sondern Menschen, die unsere Kunst ständig kritisieren. Was ist denn das überhaupt, Kritik? Und was sind das für Menschen, die sich auf uns aufgeilen? Das ist für uns alle sehr wichtig, dass wir das verstehen, woher Kritik kommt und was das mit uns macht, weil wirklich, was das mit uns macht, das ist entscheidend. Kritik kann uns sehr, sehr verletzen und uns so weit fertig machen, dass wir nichts mehr weiter schaffen können. Deswegen sollte man verstehen, woher die Kritik kommt und was das mit uns zu tun hat. Also nochmal, die Kritiker, die das als Job machen, das sind tatsächlich überwiegend gescheiterte, kreative Menschen, die es nicht geworden sind, was sie werden wollten, und jetzt rächen sie sich an ihre Kollegen. Aber viel schlimmer ist es, wenn wir uns jemandem vertrauen, der sich in unserer Nähe befindet und immer unsere Werke, unsere Sachen kritisiert. Das sind Menschen, die gerne ihr Machtgefühl austoben wollen. Und wir müssen immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir Meinung nach Meinung fragen und einen Kollegen oder befreundeten Menschen, wenn auch immer, nach Meinung fragen. Damit geben wir Menschen sozusagen Macht, und viele nutzen das aus, und dann kommt ja ganz üble Kritik. Und was ist diese Kritik? Die Kritik an sich hat immer mit einem Selbst zu tun. Das heißt, wenn jemand dein Werk, dein Bild sieht, sieht er natürlich dein Bild, aber er sieht auch seine eigene Erfahrung. Das heißt, er kritisiert dein Werk, deine Emotion, dein Temperament, deine Erfahrung aus der Sicht der eigenen Erfahrung. Und das kann niemals objektiv sein. Ein Mensch, der rein intellektuellen Zugang zur Kunst hat, wird emotionale, gefühlvolle Kunst immer lächerlich finden und vielleicht auch sogar kitschig abtun. Oder umgekehrt, Mensch, der voller Gefühle ist und sieht etwas, was mit intellektueller Konzeptkunst zu tun hat, der wird das niederreißen. Besonders heute ist es sehr schwer damit, weil heute ist ja jeder ein Experte auf jedem Gebiet, und da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, tatsächlich jemanden nach Meinung zu fragen. Wenn du eine Kunst schaffst, wenn du Bilder malst, wenn du kreativ bist, das reicht schon, das ist schon an sich sehr viel, und es ist dein Werk, da ist ja nichts zu kritisieren. Du hast es so geschafft, wie du es kannst, wie du es könntest, und da ist ja nichts mehr zu sagen. Und übrigens muss man auch darauf achten, Menschen, die sehr verletzliche Meinungen über Kunstwerke abtun, diese Menschen sollte man auch untersuchen. Ich habe das getan, und meistens sind das tatsächlich sehr verbitterte Menschen, die niemandem etwas gut tun möchten. Deswegen sollte man mit diesen Menschen vielleicht auch sehr vorsichtig sein und auf Abstand gehen, weil für viele ist so ein Kritik sehr verletzlich, und man braucht tatsächlich sehr lange, um da rauszukommen und eigene Kreativität wieder freien Lauf zu lassen. Deswegen ein Rat von mir: fragt niemanden nach ihre oder seine Meinung, tut euer Ding, und was die Kritiker sagen, ist ja eigentlich völlig egal. Also, tu dein Ding.